Hallo und hi Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Für ein paar unter euch, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich bin Jonas von YouVonTV und heute geht es um schwarzen Humor. Ich denke mal, dass ihr auf das Video geklickt habt, weil ihr richtig schönen schwarzen Humor hören wollt, oder? Dann seid ihr hier genau richtig! Yay. Ich werde im Laufe des Videos zwischen Polen, Russen, maximal pigmentierten und deutschen Witzen wechseln, damit ich hier nicht als Rassist oder sonst was dargestellt werde und das Ganze dann auch so seinen Humorausgleich hat. 80% aller Österreicher kommen mit ihren Landesnachbarn gut zurecht. Und die anderen 20% leben an der Grenze von Deutschland. Eine Blondine hat... Das ist hellbraun und nicht blond. Eine Blondine rammt mit Vollgas ein anderes Auto. Darauf brüllt der Besitzer des Autos: Haben Sie überhaupt eine Fahrprüfung gemacht? Ja klar, sagt die Blondine. Bestimmt öfters als Sie. Aha. Und meine Haare sind immer noch nicht blond. Ein Satz mit 10 Wörtern und 4 Lügen? Ein ehrlicher Pole fährt nüchtern mit seinem Wagen zur Arbeit. Zwei Kannibalen haben einen Polen am Grillspieß. Sagt der eine Kannibal: Komm, dreh noch ein bisschen langsamer, sonst wird er nicht richtig knusprig. Darauf der andere Kannibal: Geht nicht, sonst klaut er mir die Kohle. Geht dann Hartz-IV-Empfänger zum Arbeitsamt. War ein Witz, war ein Witz, war ein Witz. War ein Witz, echt. Aber wisst ihr Leute, das Leben ist wie Frankreich. Da müssen wir durch. Übrigens, ich habe neulich in Frankreich angerufen. War wieder besetzt. Übrigens, Leute, ich wünschte, mein Rasen wäre ein Emo. Dann würde er sich immer selber schneiden. Und warum sind die Gefängniszellen von Emos immer so sauber? Sie ritzen die Tage nicht in die Wand. Übrigens, mein Humor ist so schwarz, er könnte Baumwolle pflücken. Wovor hat sich Hitler am meisten gefürchtet? Vor der Gasrechnung. Ein Deutscher spielt gegen einen Juden in der Gaskammer Schach. Gewinnt der Jude. Klar, Heimvorteil. Entschuldigt bitte den Ausdruck Neger, aber ich muss den jetzt leider so verwenden. Was ist das einzige Weiße an einem Neger? Sein Besitzer. Ein katholischer Priester wird gefragt, warum er gerade diesen Beruf ausübt. Darauf sagt er: Naja, mein Vater war Priester, mein Großvater war Priester. Was ist grün und blau und hat keinen Bock auf Sex? Eine vergewaltigte Frau. Und was ist braun und klopft an die Scheibe? Ein Baby im Backofen. Lecker. Und zum Schluss, was tut man, wenn ein Epileptiker in der Badewanne einen Anfall hat? Man tut Wäsche und Waschpulver dazu. Ja genau Leute, das war's mit schwarzem Humor und schwarzen Humorwitzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollte das der Fall gewesen sein, lese ich nochmal ganz kurz die Nutzerbedingungen von YouTube durch. Sollte das Video euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ja, ihr könnt es favorisieren und auch auf Facebook teilen. Ja, ansonsten Abonnieren-Button ist unten. Und genau. Was ist die größte Lüge der Menschheit? Ich habe die Nutzerbedingungen gelesen. Ist doch so, oder? Also genau, das war's jetzt mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr einen eigenen schwarzen Humorwitz findet. Bis dann und tschüss, Leute.